Gude. Gude. Ei, du schiebst ja immer noch. Noch. Das ändern wir jetzt mal. Ja, dann mal an den Motor, ne? Dann mal an den Motor. So, also, wie ist denn jetzt der Plan? Du hast dich ja ein bisschen um die Antriebseinheit gekümmert. Genau, als allererstes müssen wir jetzt mal zwei Löcher reinbohren für das Lager und zwei Gewinderinnengeier. Dann machen wir das vor. Kannst du das auch mal auf Hochdeutsch machen, dass das auch die Zuschauer irgendwo im hohen Norden verstehen? Ich weiß nicht, was Geier ist. Ich weiß, was das ist. Rindgeier. Also Rindsäge. Rindsäge. Ja, du musst das mal übersetzen. Alleweil. Weil nicht jeder also versteht wir das. Müssen. Also gut, ein Gewinde wird nicht gegeit, also gesägt. Ja. Also es wird schon gegeit, weil gegeit ist halt so universal, weißt du? Deswegen ja. Ist es ja so geil. Weil da musst du nicht 5000 Wörter benutzen, es reicht eins. Ja, aber wir müssen das ist genau, Zuschauern das ja ist genau wie bei den Bayern. Oder? Ja. Ja, geht immer und überall. So, jetzt lass mal. Hast du die getitten? Oh, warte, hast du die getitten? Ja. Also, da werden wir hier bei der Gewinderin gegeit, reingekurbelt. Ja. Reingeschnitten. Reingeschnitten. Dann sag das doch. Ja. So. Dann müssen wir die Kette. O-Länge. Die Kette. Ablängen. Das fängt schon gut an. So, wenn wir das hoch haben, dann müssen wir die komische Bolse, die ich hier schon mal so auf der Stehmaschine geleiert habe und auf der Fräsmaschine abgeleiert, abgeflacht, an den Motor angepasst werden. Das dürfte relativ sportlich werden, weil diese Position hier auf den Vorgelege und zum Motor, die müssen wir erst noch eruieren. Genau. Und das muss passen, weil auf der Kupplung ist nicht viel Spiel. Eigentlich gar keins. Ja. So. Das soll ja auch ein High-Performance-Gerät sein. Genau. So, dann habe ich hier schon mal diese High-Performance-Dinger getüdelt. Also gedreht. Ja. Getüdelt ist übrigens aus dem nordischen Bereich. Ja. Die tun wir jetzt anstatt, wir wollten ja erst an dem Motor diese Vierkant unterlegen. Mhm. Das hat aber den Nachteil, dass wir das Plastik dazwischen sowieso belassen müssten. Ja. Und mir halt da war was mit diesen, den ganzen Scheiß noch wegfräsen müssen. Ja. Also wenn man hier so guckt. Hier da diese Stege und alles, das müssten wir dann alles noch wegfräsen. Mhm. Und jetzt gehen wir nämlich einfach hin und bohren hier die Löcher auf 10 auf, weil das ist genau 10 unten. Und dann setzt sich diese abgeflachte, also dieses dünnere, genau da rein, ist genauso dick wie das Plastik und steht voll auf dem Motor auf. Geil. Das ist schon geil. Dann haben wir quasi zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Wenn es denn passt. Wenn es denn passt, genau. Ja. Ich habe ja auch hier vorne schon mal so zwei Löcher reingeleiert. Ja. Wo dann die Bolse durchpassen. Also, er hat, also hier, das muss noch ein bisschen tiefer. Er hat Löcher gebohrt und hat Gewinde reingedreht. Genau. Also hier hinten die zwei Gewinde habe ich schon mal gemacht. Hier vorne, die überlasse ich dir. Weil da geht nämlich die Bolse nicht raus. Ne? Ja, ja, dann. Wie spät haben wir es jetzt? Ja, also. Ich habe noch irgendwie was vor. Hab ja dann schon mal vorbereitet. Ich gehe dann jetzt mal ein Bier trinken und du machst dann das Ding fertig für deinen Roller. Ja. Ja, dann mal los. Ja.
gesagt. Warum hast du denn das Loch hier so schief reingeeignet? Ah ja. Wie sieht das denn aus? Weil das nicht so ganz gepasst hat. Ja, offensichtlich. Ja. Und da musste ich dann halt so Billy so Langloch reinfeilen. Verstehst du? Das war. Warum war das eigentlich? Ja. Ach, keine Ahnung. Es hat irgendwie mit der Kettenspannung halt nicht so ganz hingehauen. Gut. Ach nee, genau. Das war das andere. Weil ich habe mir halt hier so schön so ein Loch angezeichnet. Also da, wo das hingehört. Mhm. Und habe das auch gebohrt. Aber hier war noch ein Loch drin. So ein bisschen daneben, weißt du? Und da warst du wieder nicht mit dem Kopf so ganz weit. Dann habe ich dann beim Fräsen, wie ich das halt auf 25 aufgefräst habe, das falsche Loch benutzt. Passiert halt ab und zu. Hoffentlich passiert das nicht daheim. Das gibt Ärger. Ach, was? Ach, was? Ja, und dann hat es halt nicht so gepasst. Und das Dumme ist, das ist die einzigste 5mm Platte, die wir haben. Ja, toll. Genau. Jetzt haben es die Leute alle gesehen und sagen dann, guck mal, was fährt ihr denn für ein Knotzroller? Vor allem das Schlimme ist, dadurch, dass das halt jetzt ein bisschen nach da. Warte mal, nach wo ist denn gerutscht überhaupt? Nach unten, glaube ich. Ne, nach oben. Eigentlich war es weiter unten geplant und dann hätte man hier oben den zweiten Halter hinmachen können, weil du musst ja quasi. Wo ist denn das Ding? Weil hier kommt ja quasi das Kleine vom Motor auf das Große von dem. Und hier geht es dann halt von dem Kleinen, vom Vorgelege, nach hinten aufs Rad, auf das Große wieder. Damit man auch die passende Untersetzung kriegt. Weil ansonsten wird nämlich der Ritzel so groß auf dem Rad, dass du gar kein Rad bräuchtest. Zeig nochmal so groß. So groß. Und ja, das wäre dann quasi so groß, dass du kein Rad bräuchtest, weil dann könntest du nämlich auf dem Ritzel fahren. Ja, und das muss ja dann hier auf der Seite, weil so auf einer Seite mit Lager ist ja nicht, musst du ja hier nochmal irgendwie so eine Brücke drauf bauen, damit du auf der Seite auch ein Lager hinkriegst. Mhm. Und geplant war das halt, dass das, also von der Zugrichtung wäre dann das Gegenlager, also das der Halter hier gewesen, aber das geht jetzt nicht. Nee, da. Ach, ist ja auch egal, auf jeden Fall ist er nicht da, wo er hingehört. Ist jetzt auf der anderen Seite. Sehr geil. Ja. Ja, das ist jetzt so orientierungsmäßig ein bisschen doof. Solange ich gleich beim Zusammenbauen klappt. Also Leute, ich überlasse das heute mal dem Kersten, was so das Vorgelege angeht hier. Weil er scheint sich da schon Gedanken gemacht zu haben. Ein bisschen, ja. Das hat mich so die eine oder andere schlaflose Nacht gekostet. Weil das Schlimme ist, weißt du, dann liegst im Bett und kannst nicht schlafen. Und dann irgendwann nachts um 3 oder so fällt dir so eine Scheiße ein. Und dann musst du dann sag nochmal aufstehen, musst du das aufschreiben, damit du es nicht vergisst. Ne? Ja. Das ist das Schlimmste daran. Da könnt ihr mal sehen, mit was für einem Herzblut wir dabei sind. Und dann fragt dann die verschlafene Frau, was machst du jetzt? Ich geh nochmal ins Büro was aufschreiben. Warte mal, was haben wir denn da? M5, oder? Oder haben wir da M6 drin? Lieber nochmal kontrollieren hier. Also 6. Ihr seht, hochprofessionell. Also 6 geht nicht durch, dann wird es wohl 5 sein. Akribisch ohne Ende hier. Mhm. Also heute klappt das irgendwie mit dem Augenmaß gar nicht. Aber normal hat man ja so dünn Gedöns in der Hand, gell? M5. Spielkram. Also Glück, dass der Motor keinen Bums hat. Ja, wenn du noch so weiter suchst, dann wird das Video wieder 3 Stunden lang. Ich bin also rausgeschnitten.
Gramm Schnitte. Hm? Ja, das ist gut so. Wenn das nicht ganz so fluffig ist. Warte, was ist das für ein Scheiß hier? Na, das ist immer Ohrenkette. Das ist Motocross-Kette. Da gibt es keinen O-Ring. Bei dem Preis. Ja, vor allen Dingen ist ja auch so ein O-Ring, das ist ja schon wieder Leistungsverlust. Ja, ja. Dann kommst du klar mit dem Rammer. Denk dran, in Fahrtrichtung. Wo ist denn die Fahrtrichtung? Moment, lass mich mal überlegen jetzt, wie rum das jetzt gehört. Ja. Also der Motor dreht. Ich esse so lange mal ein Stück Schokolade. So rum. So rum ist die. Ja, passt. Jetzt haben wir ja viel zu viel Luft noch. Wo kommt denn jetzt da die Luft her? Das Ritzel in Größe gibt's nicht, ne? Ich hab noch ein größeres, das wäre mir sogar lieber, wenn wir ein größeres hätten. Aber da mein Bruder das ja damals gebaut hat, hat er halt eine Vierkantwelle genommen und hat halt hier ein Vierkant raus. Wahrscheinlich erodiert, denke ich mal. Mhm. Das Schöne an diesem Ritzel ist halt, dass es halt so breit ist. Weil wenn du das jetzt nimmst, das hat halt so keine Führung. Das ist eigentlich zu schmal. Also das könnten wir auch nehmen. Das greift die Kette nicht so gut rein. Naja, die muss man erstmal abfräsen, weil die ist zu dick. Das willst du. Oder was? Ja. Ja, da hinten. Da hätten wir natürlich auch noch das Problem, dass wir halt hier außen keinen Platz mehr haben für die Bolzen. Ne? Also es wird wohl dann doch bei dem bleiben. Willst du da gerade irgendwas drin machen, oder? Naja, mach erst nochmal die Schraubkante, damit der Motor nicht runterfällt. Kannst natürlich auch jetzt gerade in diesem Zug 6er Gewinde drin leiern und 6er Schraubkante drehen. Denk dran, ordentlich mal da hängt da Lebe drauf. So, sollen wir es jetzt gerade hier auf dem Zehner aufknödeln? Wenn sich die Spanfarbe ändert, ist es zu spät, gell? Ja. Dann könnt ihr das ganz gut greifen, ne? Mhm. Das ist halt das Problem. Jetzt. Normalerweise müsstest du halt jetzt den Rest mit Fräser machen. Mhm. Thank you.
So, wie man sieht, Henne, statt hier alles angepasst jetzt, ne? Ja. Das sieht richtig schnuffig aus. Das ist hier, das hier Häuser, das machen wir noch ein bisschen schön. Na, aber ansonsten ist das schön ausgefeilt. Das sitzt richtig stramm hier. Weißt du, was das Problem ist? Die Hülsen sitzen drauf, ne? Jetzt kommt nämlich erst das Problem. Ja. Da müssen ja die passenden Löcher in die Bolzen rein. In die Bolzen rein, ja, ja. Das ist trotzdem hier, das ist jetzt recht knapp, ne? Ja, das ist halt, nee, das ist ja verkehrt, was du jetzt da machst. So hast du es vorhin reingesteckt. Die, das Flache muss da dran, deswegen ist sie abgeflacht. Andersrum, andersrum. So, genau. So, ja, ist trotzdem eng. Ja, natürlich ist es eng, aber es geht halt nicht anders, weil da ist halt dein Tank. Aber geile Motorhalter hier, geile Motorhalter. Ja. Und dann wird dann quasi nachher hier. Sind eigentlich so die Bohrungen hier immer die gleichen? Also sind die Motoraufhängungen, die Chassis die gleichen? Das heißt, wenn ich da mal noch ein bisschen mehr Leistung haben will? Ja, haben wir doch schon gesagt, wenn wir ein bisschen mehr Leistung machen, dann machen wir einfach noch ein zweites dabei. Wird keine Maschine gekauft, wird einfach noch eine gekauft. Ja. Und dann machen wir so lange noch eine dabei, bis das passt. Was heißt gekauft? Ja, gut. Wir müssen halt nur irgend so ein Fichte-Mann einfach mal die Kupplung abrauchen. Und dann sagen wir, oh hier, das kannst du mal reparieren. Das, boah, das nehmen wir jetzt mit so. Jo, wieder so eine Episode etwas vorzeitig zu Ende. Ja, und sind so ein paar Sachen aufgefallen, die man hätte besser machen können. Ja, die oder man wir hätte besser machen müssen. Können, wo wir vielleicht auch, ich meine, wie gesagt, wir machen ja so, entwicklungstechnisch ist das ja alles Neuland hier. Stilkettensäge an einem Pucki-Roller macht man jetzt nicht alltäglich. Nee, das wirkliche Problem ist eigentlich die Zeit. Dass ja. wir halt immer nur so einmal in der Woche quasi einen Drehtag haben. Genau. Und jetzt haben wir quasi so, ja. Also ich bin heute Stunden. Auch erst wieder um 9 Uhr da gewesen. Vorher müssen wir halt irgendwie arbeiten und Kinder und rumtüddeln und so. Okay. Dann haben wir jetzt 3 Stunden gehabt und enden halt mit mindestens 3 Problemen. Genau. Also nicht mit 3 Bier, sondern also die Flaschen Bier, die. Was für ein Spiegel ist das so mir? So. Das ist deins. Das ist meins. Okay. Nee, zurück zum Thema. Also machen wir mal einen Breakdown. Das erste Problem ist diese Platte. Genau, wir also, haben halt die Kettenspannung, also wir haben nicht dran gedacht. Also das erste Problem war ja schon mal, dass ich mich hier so ein bisschen vermessen habe, also das Loch verkehrt gebohrt habe. Genau. Was eigentlich gar nicht so schlimm war, im Endeffekt, weil es passt sowieso nicht. Genau, es passt nicht, weil dann kam nämlich die Kette. Wir haben halt die Kette richtig abgelenkt, so wie wir es haben müssen. Aber da war halt... Nur man hat halt so zwischen den Gliedern, man kann halt immer nur... so einen bestimmten Teil auseinandernehmen und das Schloss wieder reinsetzen. Genau, also ich hatte das nicht auf dem Plan, weil eine Kette ist halt, du hast ja ein Außenteil und ein Innenteil und du kannst halt immer nur das Innenteil verbinden mit einem Außenteil. Also das Kettenschloss ist quasi ein Außenteil. Genau. Und wir hatten das irgendwie dann so abgelenkt, also die Löcher quasi so gebohrt, dass wir... Also wir hatten es halt nicht auf dem Schirm, ich habe das halt auf dem Außenteil quasi abgelenkt und naja, genau. Jetzt haben wir halt eine etwas schlumpfige Kette. Genau, also wir haben ungefähr so ein halbes Kettenglied zu viel, sind dann auch am überlegen, ob wir die Lösung machen mit dem Spanner oder ob wir, ja eigentlich machen wir den Scheiß jetzt einfach neu, dass wir halt sagen, wir machen die Platte nochmal richtig. Ja, mit Spanner geht ja wahrscheinlich nicht, weil... Mit Spanner haben wir keinen Platz, ja. Genau, weil kein Platz da ist. Also wir denken noch drüber nach, so bis zur nächsten Folge. Da haben wir da auch ein bisschen was auf dem Plan. Hier hatten wir auch so ein kleines Malheur, dass wir das Lager vergessen haben. Kerstin hat mir das halt so in die Hand gedrückt und hat gesagt, schweiß mal, habe ich gemacht. Ja. War aber halt nicht komplett. Ja, wie man sieht, aber das ist halt das Schöne. Ne? Man bastelt halt irgendwas und es geht einfach was schief, das kennt ihr auch. Wir zeigen es halt live. Denken jetzt noch ein bisschen drüber nach, also wir müssen dann leider... halt wieder in dieser Folge abbrechen. Ja. Oder was heißt abbrechen? Gut, also hier das könnten wir jetzt eigentlich noch machen, also die Löcher hier quasi reinbohren, damit wir die Halter schon mal da dran haben. Aber es macht jetzt eigentlich auch keinen Sinn, weil das kann man halt auf der Fräsmaschine viel besser machen. Genau. Deswegen
zeichne mir das halt jetzt nur an und dann werde ich das was morgen halt heute oder so. Erfolgreich war halt, dass wir jetzt hier die Löcher gebohrt haben, die Gewinde geschnitten haben. Wir haben die Abstandshülsen hier. Das hat super gepasst. Also das ist schon mal richtig geil. Das hat gut funktioniert. Gehäuse haben wir ausgefräst. Naja, und im nächsten Teil geht es dann halt weiter. Ne? Da wird auch die eine oder andere Panne mit dabei sein. Aber dafür wird das Endergebnis halt auch geil. Also das soll ja schon cool werden. Und ich glaube, das wird schon ziemlich cool. Das wird auch ziemlich schnell. Der Plan war ja eigentlich, dass das Ding heute zumindest schon mal läuft. Genau. Mit dem Vorgelege. Aber das sind wir schon noch ein ganzes Stück weit von weg. Also wir hoffen mal, dass es keine 20 Folgen gibt, ja, weil irgendwann seid ihr vielleicht gelangweilt. Wenn nicht, ist es cool, finden wir gut, dann machen wir natürlich so weiter. Schreibt ruhig mal in die Kommentare so, wie es euch bis jetzt gefällt. Ja, wir sagen danke fürs Zusehen. Schaut euch gerne die Folgen davor an und danach kommen auch noch Folgen. Ansonsten wünschen wir euch einen schönen Abend, einen schönen Mittag, einen schönen guten Morgen, je nachdem, wann ihr die Videos guckt. Freuen uns auf jedes Feedback und bleibt dabei. Macht's gut. Ciao.